Kleine Skistars von morgen trafen sich im Rahmen der steirischen Kindercup-Rennen in Kleinloping. Über 40 Skiclubs und mehr als 170 Starter waren gekommen, um sich im fairen Wettkampf zu messen. Genauso wie bei den Großen sind auch die Kleinsten vor dem Rennen bereits im Wettkampfmodus. Ja, das ist der zweite Teil von den steirischen Kindercup-Rennen. Heute findet ein Riesentaler von den Technikbewerb statt und morgen sollte dann ein Slalom mit zwei Durchgängen noch stattfinden. Die steirische Serie besteht aus 6 Bewerben. Der erste Teil wurde auf der Deichalm Anfang Februar durchgeführt und der zweite Teil eben hier und heute im schönen Lobbingtal. Es wird auch bei diesem Bewerben der steirische Meister ermittelt. In Summe der 6 Bewerben, also die Gesamtwertung zählt für den steirischen Meistertitel. Es wird die Nominierung für die österreichische Meisterschaft in Anschluss stattfinden. Das heißt, dichtes Rahmenprogramm auch nach diesen beiden Bewerben heute hier in Kleinloming. Ja, wir haben 173 Starter heute beim Riesentorlauf. Der ESV Knittelfeld selbst war mit 8 Athleten am Start. Wir haben hier 3 tolle Trainer, die Steinwieder Sabine, Hammerlet Wolfgang, den Eichberger Martin, die hier für die Nachwuchsarbeit sorgen. Wir haben heute 8 Athleten selbst am Start. Wir sind steiermarkweit mit dabei, quasi wo die Musik spielt. Sagt mir Volksmund. Ja, wir haben aktuell in der vorigen Woche eine steirische Schülermeisterin mit der Gruber Viktoria gehabt, mit der Bauer Julia, die heute als Vorläufer fungiert, die ist Vizemeisterin in Riesentorlauf geworden. Wir haben einen Fiesathleten mit den Eichberger Stefan und von hinten mit der Schadenmarie, mit dem Findl Jakob kommen ganz, ganz tolle Nachwuchsläufer auf uns zu. Der Skilift Kleinloping bietet sich besonders für einen Skiausflug für die gesamte Familie an. Die äußerst schönen und gepflegten präparierten Pisten machen es auch möglich, Skirennen im Loblingtal zu veranstalten. Ja, das stimmt. Gott sei Dank. Wir haben uns, glaube ich, als Ausbildungsskigebiet in den letzten Jahren sehr etablieren können, auch als Familienskigebiet. Wir haben 2 Lifte, einen Babylift und einen Schlepplift. Und wie man heute sieht, die steirischen Kinderrennen mit fast 200 Startern, mit 46 Skiclubs aus der gesamten Steiermark, die angereist sind, das ist natürlich für uns eine tolle Sache, ein tolles Renommee und eine super Werbung fürs Murtal. Die Skisaison geht ja jetzt dem Ende zu. Wie bilanzieren Sie? Ja, wir müssen sagen, es war am Anfang etwas durchwachsen. Anfang Dezember waren die Temperaturen leider nicht optimal zum Beschneien, aber wir haben es geschafft, dass wir mit der Weihnachtssaison unser Gebiet eröffnen haben können. Und bei den großen Schneefällen in den vielen Gebieten der Steiermark, im Enztal und im Mürztal, sind wir im Murtal leider auch durchgefallen, aber wir haben dadurch viele Skifahrer, vor allem Trainierer, lukrieren können, die in den anderen Skigebieten gar keine Möglichkeit vorgefunden haben, weil zu viel Schnee war. Also war das für uns durchaus eine Gewinn- und eine positive Situation. Wir haben 2 riesen Skikurse der Naturfreunde Knittelfeld durchführen dürfen und wir hatten wieder sehr viele Skirennen, über 25 Skirennen. Also wir bilanzieren durchwegs zufrieden. Alle Ergebnisse der Bewerber können Sie unter www.skizeit.at nachlesen.